Das sieht aus wie ein großes Hey Freund. Also die Falle ist ja offensichtlich. Hast du einen Stein nach mir geworfen? Hab ich genau gesehen. Dafür betreibe ich jetzt Leichenschändung an deinen Freunden? So ja nicht. Komm mal mit. Ich pack dich an deinem Rotschopf. Ich weiß, du hast rote Haare. Aber was noch geiler ist, ist dein Arsch. Ey, ja, okay, dann die Haare. Schön mit dem Gesicht auch durchs Dreck. So. Hinfort, los. Keine falsche Scheu. Freund, ich komme. Ew, warte mal. Ew. Ah lol, ich glaube dadurch, dass ich gewartet habe, bin ich da gerade so certain death entgangen, weil sonst die Larven wahrscheinlich runtergefallen wäre. Oder auch nicht und es war nur Deko, um zu zeigen, hey, Larven können ja ab jetzt überall sein, aber ich glaube, das hätte mich gekillt. Was ist das? Okay. Wo ist Harald hin? Ich muss ihm noch aufs Maul hauen, der hat einen Stein nach mir geworfen. Ich dachte, dass der Mitte ist der Schalter. Okay, Spiel, smart, smart, sehr smart, sehr smart. Du dachtest, ich bin smart, aber du warst smarter. Aber pass auf, wie smart ich bin. Whee! Das wird mich... Jetzt ist das in der Mitte der Schalter. Aha! Mega Tem Smart Boy! Da hat jemand einen langen Atem. Ich sehe doch, dass der gepfeilt wurde. Kann ich vielleicht? Ich habe das Gefühl, es ist ein Secret. Weißt du, als könnte ich das auslösen und da hoch. Geht das leiser? Das tut mir ja in den Ohren weh. Tumnus Absprung. Oh shit. Okay. Ihr tötet mich nicht. Oder was hat Patrick gesagt? Du bekommst mich. Nee, du kriegst mich nicht. Ich krieg mich nämlich selber. Kann ich hier stehen bleiben? Aha! Oh fuck. Nein! Ich dachte nicht, dass die angeschissen kommen. Aber der hat einen Armeehelm. Der war krass. Okay, alles klar. Oh, die sterben dann an den Blöbby-Döbs. Die werden nicht in die Falle rennen, oder? Ja, so weit kommt ihr nicht. So weit kommt ihr nicht. Todesabsprung! Renn! Renn weiter! Renn noch ein bisschen! Hüpf! Opfer! Ebenfalls Opfer! Warte, ich geh ein bisschen weg. Okay, dass man da durch muss, hatte ich sogar recht. Weil ich dachte, die gehen halt wieder hoch und blieben bla, aber. Ach, okay. Opfer! Todesabsprung. Jetzt gucke ich an die Decke. Weil irgendwo kommen doch nochmal solche Hurenlarven. Spielen wir jetzt Super Meat Boy? Ich will nicht Super Meat Boy spielen. Da ist ein Minicard. Erstmal, was geht ab? Ich glaube, ich muss um beide Seiten ziehen. Okay. Aber was macht das Minecart? Beziehungsweise, was ist hinter dem Minecart? Nüs.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was das soll. Also das Puzzle-Element verstehe ich quasi noch nicht. Doch, klar, das sagt. Pass auf. Ich kletter jetzt hoch, während ich es runterziehe. Bis es da unten ist. Und dann kann ich von dem Kart da drauf springen. Es nochmal quasi auf Anschlag ziehen, während ich den nächsten benutze. Haha! Und dann müsste ich da durchkommen. Guck mal, wie schlau ich aber bin. Juppadi, juppadu. Und die trägt einen Schweizer Schuh. 3, 2, 1, los. Easy. Oh! Irgendwas kommt jetzt von hinten oder von vorne. Oh, cool. Etwas. Ist das eine Leiche, aus der Pilze sprießen? Hey, Schnauze! Wie war das? Aber ich habe doch gerade schon wieder ein Spielelement ge... Das ist... Das will ich nicht. Was passiert dann? Kann ich... Ich will auf die Leiche treten. Ich will wissen, was passiert, wenn ich auf die Leiche trete. Lass mich mal noch nicht mit dem Ekelwurm spielen. Gar nichts passiert. Ich stinke nur. Okay. Ich kriege jetzt also einen Wurm in den Kopf, der mich ins Wasser locken will. Ah, guck mal. Okay, ich verstehe. Der mag das Licht nicht. Ich kann entweder Gas geben oder langsam, aber ich kann nicht anhalten. Ja, dann Gas, immer Vollgas. Ah, okay, hier will ich drüber, dann will ich ins Licht. Finde die Scheiße. Und dann will ich das schieben. Schön langsam. Dann bin ich da drauf und dann bin ich springen. Haha! Danke, meine ekelhaften Freunde! Kameradschaftlich hier alles. Gleich sterbe ich. Okay. Was kannst du? Krass, krass. Ich habe so das Gefühl, ich mache das an. Ah, du willst Pilzis? Wollen wir Freunde sein? Können wir Freunde sein? I see. Was tötet mich hier, wenn ich einfach weitergehe? Okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, da will ich gar nicht runter. Ich habe so das Gefühl, da will ich gar nicht runter, auch wenn es geht, augenscheinlich. Da kann ich wahrscheinlich nicht drauf, das ist der Hintergrund, oder? 1, 2, 3. Oh, ich lasse den jetzt nach links rennen und das tut ihm nicht gut. Komm mal, ich bin Tem. Ich bin Tembo. Lauf, mein kleiner Ef. Was ist das überhaupt? Ein Hamster! Ist ja mega geil. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es funktioniert. Ich habe Regen erschaffen. Ich gestehe, ich weiß nicht wie. Aber ich habe Regen erschaffen. Ich gestehe auch, ich weiß nicht warum. Hat das die Grenze? Ich brauche vermutlich das Brett. Wie komme ich an das Brett?
Oh, ich hoffe, an der Regenrinne, da kann ich hochklettern. Ich verstehe, was ich machen muss. Ich ziehe das in die Mitte. Und dann kann ich hier einfach Parkour. So müsste passen. Okay, da kann ich so nicht hoch, aber so müsste gehen. Boah, ja, shit. Boah. Ich habe schon wieder irgendwas quer im Magen, im Rachen. Ja, ja, halt dich fest, ist schon okay. Das gefällt mir übrigens, das Spiel. Und ich weiß, es gibt neuere Ableger wie Inside oder so, die ich dann auch mal spielen sollte. Und vielleicht sogar habe. Habe ich Inside gratis im Epic Store bekommen? Ich glaube, ich habe Limbo irgendwann nochmal gratis im Epic Store bekommen. Das ist auf Steam, weil ich es mir halt vor Jahrtausend mal gekauft habe für 0 Geld 50. Ich weiß nicht mehr, wie teuer es war. War Steam Sale. Es war nicht teuer. Jetzt kommt ein Fisch und frisst mich. Fliegende Fische, Terraria, komm. Ew, das sieht weniger lecker aus. Springen? Nein, du Dummbolzen! Nicht! Er ist zweimal gesprungen. Ja, da wollte ich nicht rein. Das sieht ekliger aus als normaler Wassertod. Das ist ein ekliger Wassertod. Tumulus Schlitterparty? Was für ein Pokémon bist du? Hallo? Gefahren? Ich habe das Gefühl, den Hebel ziehen ist schlecht. Ich habe das Gefühl, den Hebel ziehen ist auch schlecht. Weil über mir sind halt, ne? Die Stacheln kamen nicht runter. Ich komme da drüben nicht an die Leiter, also muss ich den Hebel ziehen, oder? Das erinnert mich an was? Oh, 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 Problem. Oh, 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 okay. An meiner Kindheit, da war ich immer mit einem Kumpel. Hebt sich das? Das ist schlecht. Da waren wir in so einem Wald und da war so eine Röhre, so ein Eingang in die Kanalisation. Und da musste sich... Da ist eine Box, vielleicht sollte ich die in meinen Plan mit einbeziehen. Da sind wir rein. Und da konntest du mal ein bisschen rein und du hättest tiefer reingehen können. Und es war dunkel, wir hatten auch irgendwann Taschenlampe dabei. Oder nicht? Weil ich ehrlich gesagt nie sicher war, wie es da unten aussieht. Auf jeden Fall hättest du zu tief rein können, dann wärst du tief gefallen. Nicht super tief, aber tief genug, dass du nicht mehr rauskommst. Und das war immer irgendwo ein bisschen gruselig. Und das erinnert mich gerade daran, was Wasser so fließt. In der einen Röhre war auch nicht viel Wasser, das war halt einfach irgendwo in einem Wald. Vielleicht war es so eine Art ausgetrockneter Fluss, aber da ist nicht viel Wasser gewesen. Auf jeden Fall hat mich das gerade daran erinnert, dass ich mal in so einer... nicht wirklich in der Kanalisation war, aber in so einer coolen Röhre. Und das ist halt so ein bisschen gruselig, muss man dazu sagen. Okay, ich verstehe. Aber wahrscheinlich will ich einfach hier hin. Sonst will ich gerne wissen, was da leer. Okay, das ist einfach Decke. Nach oben! Ich finde auch nicht gut, dass da die Fliegen um die Kiste rumschwirren. Weil das ist meistens schlecht. Und die geht unter. Lass mal nicht tun. Außerdem, wenn das jetzt noch viel höher steigt. Oh ja. Was ist das für ein geiler Ball? Bin ich ganz sicher, was ich tue. Ich glaube, ich sollte das zuschieben, während das Wasser hochkommt. Und ich habe gerade verkackt. Ja, okay, ich verstehe. Das verstehe ich. Smart. Ich weiß auch gar nicht, wie lange Limbo geht oder was das Ende ist. Weil ich glaube, bis hierhin habe ich noch gar nie gesehen,
Weil das kenne ich nicht. Punkt aus. Gas, komm. Also das hängt da fest und wird jetzt vom Druck hochgesprengt. Da mache ich zu. Und was dann passiert, weiß ich nicht. Ah, jetzt weiß ich's. Okay, das drückt mich jetzt hoch mit dem Gestell. Klar, ich weiß nicht mal, was das ist. Es muss mit Luft oder irgendwas Leichtem gefüllt sein. Boah, ich weiß gar nicht, mit was es gefüllt ist, dass es eine Kette sprengt. Ja, hoch, 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 hoch. Lampe ist schlecht, weil das erinnert mich schon wieder an Würmchen. Ehrlich gesagt. Gefällt mir null. Ah. Okay, es kann sich nur ausgleichen. Das gibt's ja. Ich mach mal wieder zu. Weil ändern soll... Nein. Bleib. Sitz. Weil ändern sollte sich das nichts mehr. Dumm raus, hüpf. Dumm raus, hüpf. Ich hab so das Gefühl. Nee, reicht. Alles gut. Super ungern. Wo kommt mir ein Matschding auf den Kopf gefallen? Ich will nicht. Hier ist Licht.